Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Moonlight Sun hier auf dem Wirbelsturm-Kanal auf YouTube. Okay, wir sind eigentlich immer noch auf der Suche hier nach, keine Ahnung, hier die Spirits freisetzen und so. Und jetzt sind wir bei so einer ganz seltsamen, strangen Lichtung hier aufgeschlagen und können hier irgendwie nichts machen. Was soll's? Dann gehen wir halt wieder weg. Also es ist auch irgendwie nichts hinter dem Baum, ich hab da schon geguckt, aber... Nö? Aber immer haben wir eine schöne Musik. Immerhin etwas. Nein, ich will die Lichtung nicht betreten. Ich will den Hai der Illusionen. Den betreten wir mal. Da ist ein Schild. Nur wer mit ungetrübtem Auge nach der Wahrheit sucht, wird in die Tiefen des Hains vordringen können. Ja, das klingt so nach magischer Luke. Natürlich bestimmt in Anspielung ans magische Auge, Auge der Wahrheit, sorry, Auge der Wahrheit von Zelda, ne? Nein, bestimmt nicht. Dann setzen wir es halt nochmal ein. Ich bin verzweifelt. Ich glaube, das merkt man, oder? Aha! Das ist ja auch trickreich. Man muss das Ding wirklich aktiv haben, um hier weiterzukommen. Das ist krass. Für Xelia eine Rüstung. Apfel gefunden. Ja, aber wenn jetzt nicht das endgültige Ziel ist, Xelia wieder zu holen, was ist dann das endgültige Ziel? Ausgang. Wirklich? Nö. Achso, den wollen wir eh scannen, ne? Also komm mal her. Haben dich noch nicht gescannt. Bam! Sehr schön. Und Angriff. Bam! Und jetzt bin ich mal gespannt auf Minara. Die haben wir ja erst eingewechselt, hier von der Ersatzbank geholt und... geburnt. Ich will ein Auge der Wahrheit, oder wie das denn hieß. Weil ich will dieses Vieh hier nochmal scannen. Deswegen halt ich mich mit ihr hier zurück. Und Minara, die haut einfach mal rein. Der ist es egal. Ja, komm, scan! Sehr schön. Ja, das glaube ich auch, dass das hilft. Schön. Oha. Burn. Minerva haut schon ordentlich rein. Krass. Echt krass. Nicht mit dir. Nicht mit dir. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich vorher natürlich nicht zurückhalten brauchen, aber hey, wer weiß es schon. Aber hey, passt ja auch so. Burn. Einfach mal kaputt gemacht. Einfach kaputt gebamst hier. Liuri könnte auch mal langsam ein Level Up vertragen. Liuri, wenn ich bitten dürfte, Level Up. Sag bloß, ich muss jetzt schon wieder das Ding aktivieren. Und deswegen gibt es denn in jedem Teil einen Ausgang, den man sicher erreichen kann, oder was? Aha! Jetzt ist es deaktiviert, jetzt ist es umgeswitcht und ich bin hier. Und jetzt muss ich es hier wieder aktivieren, hä? Hä? Boah, ich hoffe, ich habe genug dabei.
Wie viel habe ich denn noch von dem Spaß hier? 8. Na gut. Okay. Erinnert mich an die verlorenen Wälder. Das finde ich gerade irgendwie richtig nice. Richtig nice. Also total. Boah, wie komme ich denn hier? Ah. Was passiert eigentlich, wenn man im schwarzen Bereich steht, während sich das wechselt? Ich will es nicht ausprobieren. Lass mich raten, Ausgang, wirklich? Ja. Sonnensäbel für den Kalas. Ah, Kronoshauch für Xelia, schön. Sylphblätter. Und Fight! Way, Fight! 1400 hat es also. Okay. Dann hauen wir mit dem hier rein, weil der hat weniger Verteidigung. So, Kalas, dann schau mal, zeig mal, was du so drauf hast, ne? Zeig's uns. Gib's uns. Ah, ich hab die Karte also doch drin. Ich glaube, ich steig nachher demnächst auch mal wieder auf die Ding um. Auf die Kläne. Da wird sich sicher auch Kalas freuen, ne? Mit ihren Katzenöhrchens. Der ist nicht weiß, wen ich mein. Schaut den letzten Part. Da hat sich nämlich eine Katzenöhrchis aufgesetzt. Sieht doch süß aus, oder? Ach ja. Das sind so nette kleine Details. So Zwischengespräche und so. Das finde ich schon sehr cool. Das Scanboy, das viel nimmer. So, 154, schön. Okay, was nehmen wir denn? Den hier. Oh, Magie. Magie. Is it just me or is it a... Chew on this, baby. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier einen Finisher ausführen darf. Ja, das könnte. Jawohl. Sehr schön, so mag ich das. Na also, geht doch, Liori. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du auch endlich mal Level 37 geworden bist. Kleine. So, dann würde ich mal sagen, kurz hier Team ändern. Und auf Kalas bitte. Genau, überspringen sie, genau, sehr schön. Das hier weg. Und hier Liubi reinnehmen. Ich will nicht zum Ausgang. Ich warte jetzt mal hier noch kurz ein bisschen. Weil es hat sich ja vorher auch irgendwie geändert. Das finde ich schade, dass man da nicht irgendwie einen Timer hat, dass man das einschätzen kann. Das wäre echt noch schön gewesen. Dass man dann einen Timer mit einem Timer sieht, wie lange dieses magische Auge noch anwirkt. Weil so ist das halt echt ein bisschen. Ich meine, das ist ja bei anderen Stellen dann schon ein bisschen ärgerlich, wenn man nicht weiß, muss ich mich jetzt beeilen, muss ich nicht. Und hier ist es das Gegenteil. Du denkst dir, braucht das noch lang? Ja gut, ich gehe jetzt halt mal doch mal nebenbei hoch. Okay. Es hatte also schon aufgehört. Gut, dass ich es probiert habe. Dann nutzen wir halt nochmal eins.
Hä? Was zum... Da stimmt doch was nicht. Nun gut, dann vermute ich mal, dass es hier oben dann irgendwie weitergeht, wenn ich hier einfach mal warte. Und ansonsten stehe ich halt im Schwarzen. Just saying. Probier's einfach mal. Was habe ich denn schon zu verlieren? Nix. Aber irgendwas wird sich vielleicht hier ändern. Wow. Ja, hi. Dann werde ich also an den Anfang zurückgebeamt. Gemeinheit. Und hier ist Ausgang wirklich? Nö, hier ist nur Ausgang. Och, ist das gemein. Mann. Ja gut, ich glaube, da werde ich aber vorher mal schauen, dass ich mir noch ein paar magische Lupen hier besorge. Hä? Nee. Ich bin noch nicht bei dem Gebäude dahinter gewesen. Das könnte mir nicht, ich weiß was machen, dass das 100% gewesen sein sollen. Ja, pipapo. Nerv nicht. Ja, ich will auf diesen Strand hier. Oh, ich wollte eigentlich jetzt nicht kämpfen hier, aber was soll's dann? Machen wir das Vieh. Halt mal Blatt. Okay. Okay, der Ganon war doof, dass ich den genommen habe, aber was soll's. Schön. Die Musik kenne ich auf jeden Fall aus irgendeinem Smash Bros, das weiß ich. Aber ob die jetzt von Smash Bros kommt oder nicht eher von einem Kirby-Spiel oder so? Weil ich könnte fast vermuten, dass das von einer Kirby-Stage gewesen ist, aber... Und ich versuche immer die Musiken zu erkennen. Was ist denn los mit mir? Gut, machen Kamehameha. Finde ich gut, dass du bereit bist, ja. Okay. Oh, schöner Angriff hat sie da gezogen. Schöner Angriff. Wow. Ich sollte verteidigen. Boah, ich transaliere doch die Liuri nicht so. Geht doch. So. Kalas zeigt dir das aber richtig. So. Kalas kann es nicht leiden, wenn du Liuri was antust. So. So ist das nämlich. Einfach so bam. Aber er lässt Liuri den Vortritt, dass sie den Rest erledigt. Hä? Wieso hat sie... Ja gut, dass ich das jetzt mal gelassen habe, weil dass man nur 4 Karten hat, das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Immer wieder mal was Neues. Was zum... Ich verstehe es nicht. Aber na gut, muss ich ja auch nicht. Sehr seltsam. Nach über 80 Folgen. Wahrscheinlich ist... Ich weiß nicht, ist das hier eventuell sogar die 90. Könnte, glaube ich, sein. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber... Ist das zum ersten Mal auf jeden Fall vorgekommen. Von daher ist das eher ein seltenerer... Bug, bla, wenn es nicht geplant ist. Wenn ja, dann wüsste ich jetzt nicht, woran das festgemacht wird. Aber... Naja. Das ist auch nicht das, was ich wollte. Ich wollte zum Schwarzen und dem Weißen Strand. Wie bin ich denn da nochmal hingekommen? Ich kann hier aber auch nicht woanders hin, oder? Nee. Doch. Hätte man da dann nicht so nett sein können und das irgendwie kenntlich machen können?
Zum Beispiel mit unterschiedlichen Wasserfarben, wo man jetzt langfahren kann und wo nicht. Ich habe schon mal in irgendeinem Spiel habe ich sowas schon mal gesehen, deswegen weiß ich, dass es theoretisch möglich ist mit dem Epic Maker. Aber hey, oh, falscher Ausgang. Also das wäre wirklich noch schön gewesen. Abkürzen. Lass dieses Gebiet zu 100% bla. Fuego, ja. Fuego haben wir also schon erledigt. Wir sollten uns zunächst um die Altäre kümmern. Ja, ja. Abkürzen. Abkürzen. Ich weiß halt nur nicht. Altar der Spiegel. Ach so, ja, Mirror, stimmt. Da müssen wir ja auch noch irgendwie gucken, dass wir weiterkommen. Bei diesem komischen Dings da. Mein Liuri kann ja zwar den Schalter aktivieren, aber dahinter wird es dann halt auch schon wieder strange. Also, warte mal. Ich musste ja dafür, deswegen hatte ich sie ja rausgeholt, ne? Team ändern. Kann ich vielleicht, wenn ich jetzt sie hier mit reinpack, aber die Minerva rauspack, kann ich dann vielleicht... Naja, sie sagt auch nur das. Das ist bestimmt auch irgendwas mit einem bestimmten Teammitglied. Vielleicht nehmen wir mal Nami. Schon. Ich will doch mal noch was erschaffen. Verdammt noch mal. Sakura? Nee, also ich muss wirklich Dingens holen. Hier, Carina. Ja, ich wollte eigentlich... Jetzt darf ich dann nochmal ins Menü gehen. Nur weil man dann nicht noch den Dinger draufsetzen darf, ne? Ach. War das dann erst dahinter, was so strange war oder wie? Verschlossen und bewegt sich keinen Millimeter. Oh! Was zum... Vermutlich ist das gar kein Spiegel. Ich kann mein Spiegelbild nicht sehen. Was zum... Was war das? Verdammt, ich sollte mich zusammenreißen. Ja, ich habe das Pausenmenü währenddessen aufgerufen bekommen. Auch cool. Aber, hatte ich den Spiegel nicht mit Carina im Gepäck angeredet, weil ich sie für die Pflanze sowieso schon gebraucht habe? Naja, gut, wie dem auch sei. Ich würde sagen, für diesen Part war es das erstmal. Da haben wir ja doch noch was geschafft. Cool! Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Moonlight-san. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, Leute. Und immer schön die Däumchen drücken.